werde euch vernichten. Geht ja gut los hier. In dem Fall ist sogar eine Schrotflinte gut. Ja, speichern wollte er nicht. Ich bin's, die Esel. Hat er mich gerade Esel genannt? Hier ist Commander Shepard von der Normandy. Ich bin an vielen toten Quarianern vorbeigekommen. Sie sind die ersten Überlebenden. Verdammt. Moment mal. Shepard, Respekt, der mit dem Tali gearbeitet hat. Ich weiß zwar nicht, warum Sie hier sind, aber im Moment ist jedes organische Lebewesen ein willkommener Anblick. Stellen Sie Ihr Gerät auf Kanal 617 Theta ein. Wir waren in geheimer Mission unterwegs. Sehr riskant. Wir haben zwar gefunden, was wir gesucht haben, wurden aber von den Geth entdeckt. Sie haben uns in die Enge getrieben. Habt ihr das gerade gesehen? Natürlich hat Jack gar kein Universalwerkzeug. Deswegen hat sie das, sie hat ja hier oben am Ohr Transmitter. Da hat sie das eingestellt. Habt ihr das gesehen? Das ist gut. Was ist der Status ihres Teams? Wie viele sind noch übrig? Wir waren ein kleiner Trupp. Ein Dutzend Marines plus das Wissenschaftsteam. Wir sind nur noch die halbe Mannschaft, aber die Mistkerle haben dafür schon teuer bezahlen müssen. Was hat sie so tief ins Gebiet der Geth verschlagen? Eine Idee, wo die Geth herkam? Eins ihrer Patrouillenschiffe hat uns entdeckt. Ihre Landungsschiffe ließen Geth auf uns runterregnen, bevor wir uns abseilen konnten. System steht unter Geth-Kontrolle. Wir wussten, dass sie regelmäßig die Planeten absuchen. Haben gehofft, mit reduzierter Strahlung würden sie uns übersehen. Müssen wir befürchten, dass die Geth Verstärkung schicken? Ich glaube nicht. Ihr Patrouillenschiff ist noch nicht wieder gestartet. Die Strahlung blockiert jede interplanetare Kommunikation. Jetzige Position? Sind auf der anderen Seite des Tals im Basislager. Machte Tali in ein Versteck. Bin dann zurück und halte das Nadelöhr zu ihr. Tali sicher wegzubringen ist unsere wichtigste Aufgabe. Wenn sie sie rausholen, halten wir den Feind von ihnen fern. Sie wollen sterben für ein paar Forschungsergebnisse? Negativ. Werfe mein Leben für die Migrantenflotte weg. Ein gewaltiger Unterschied. Ich bin kein Tech-Experte, sondern ein Marine. Wenn man mir sagt, ich soll schießen, dann schieße ich. Mein Befehl ist, Tali und die Daten zu schützen. Wenn sie sie rauskriegen, ist der Auftrag erfüllt. Position halten, wir fallen dem Feind in den Rücken. Moment, passen Sie auf Ihren Arsch auf. Da ist ein Landungsschiff im Anflug. Das schafft ihr nicht. Mist. Der Durchgang ist blockiert. Sie müssen... Ja, in den umliegenden Gebäuden sind Sprengladungen. Räumen Sie damit einen Weg frei. Wir können auch drüber klettern. Ey, wie unlogisch. Shepard, ich habe das Gebiet gescannt und die Sprengladungen geortet, die der quarianische Commander erwähnt hat. Legen Sie es auf mein Radar. Ist erledigt. Sie brauchen beide Ansammlungen von Ladungen, um den Schutt zu entfernen. Ey, ihr müsst auch schießen, ne? Da kann man doch drüber klettern, da sollen sie sich mal nicht so anstellen. Ja, ich habe den Quarianer übrigens auch relativ schwer verstanden. Nein, ich mache deswegen nicht die Untertitel an. Bereit machen. Ja, ein bisschen später. Sind da hinten noch welche? Wenn ich da nämlich jetzt lang gehe. Aber die spawnen wahrscheinlich erst alle, wenn High Noon ist. Der Quarianer am Funkgerät erwähnt den Sprengladung. Damit ist die Entfernung des Schutzes möglich.
Brand. Zerreißt Schilde und synthetische Feinde. Das ist sehr gut. Was? Der lebt noch? So, hier ist niemand. Oh, der hielt mehr aus. Boah, der ist schlau. Jetzt nicht mehr. Ich bin gut, ne? So, die beste Position. Also eine ganze Menge geht. Für den Moment sind wir fertig. Nein, sind wir nicht. Was lügst du mich an? Mir geht Munition aus. Das müsste ausreichen. Dachtest du, ich sei harmlos? Oh. Liegt da Muni rum, ey. Schnell mal alles einsammeln. Wir brauchen eine Probe des Kerns, um den zeitlichen Ablauf der Strahlungszunahme zu rekonstruieren. Aber unsere Ausrüstung lässt uns ständig im Stich. Shepard hat mal auf Teerum zum Entfernen von Geröll einen Minenlaser benutzt. Vielleicht kriege ich sowas ähnliches mit Sprengladungen hin. Oh shit. Noch nicht direkten Kampf. Aber nur die Munition zurückholen, die da stand. Ich höre es doch schon wieder knurren. Ja, das ist auch ungewöhnlich. Gas.
Bin natürlich auf der Suche nach Zeug, ne? Also wenn hier irgendwas liegt, ich nehm's mit. Aber hier ist nichts. Wir sind außerdem nach unten. Ich finde auch das Level-Design, auch wenn es Schlauchsysteme sind, hier in diesem Spiel besonders gut. Gefallen mir. Mass Effect 3 wird noch ein gutes Stück schneller. Was Action angeht. Vor allem inszenierte Action, die ist ja hier auch relativ rar gesät, aber auch eigentlich richtig. So, wir haben alle zwei. Jetzt müssen wir uns nur noch wieder durch den ganzen Klumpatsch zurückkämpfen. Ja, so können sie einen auch festhängen. Bestätigt. Geh nach links. Ich leg euch alle um. Einer ist erledigt. Der nächste. Ich glaube, ich spürte gerade ein Problem. Bin dabei. Gut, dann legen wir die Ladung an. Ausgezeichnet, das wird reichen. Jetzt schnell weg hier. Der Explosionsradius ist. Nur in eine Richtung groß. Sauber. Oder das Herz der Gestein, den ich niemals gesehen habe. Oh, da war ein bisschen Sonne. Wir kommen zu spät. Sind das quarianische Gebäude? Aus der Zeit, bevor sie eins auf die Mütze bekommen haben. Die Kolonie liegt tief im Gebiet der Geth. Warum kommen die Quarianer gerade jetzt hierher? Das frage ich mich auch. Das sieht interessant aus. Valisola an Basislager. Komm, Basislager. Unsere Vorfahren sind ohne Kopfbedeckung durch diese Hallen geschritten. Die Sonne muss damals ganz normal gewesen sein. So viel Platz. Steinmauern. Ganz erstaunlich. Ich wünschte, meine Freunde könnten das sehen. Ich wünschte, Shepard wäre hier. Valisola an Basislager. Komm, Basislager. Erstmal nehme ich natürlich das ganze Zeug mit. Was haben wir? So, das sollte man eigentlich schon früh lernen. Wenn du was noch mitnehmen kannst, nimm es mit, bevor es zu spät ist. Ich darf nicht zu früh beenden drücken, ich muss warten. Tali, hier spricht Shepard. Shepard? Ich will mich ja nicht beschweren, aber Sie tauchen wirklich zu den seltsamsten Zeiten auf. Was haben Sie hier mitten im Gebiet der Geth zu suchen? Ich habe eine Mission, wissen Sie noch? Sie ist ziemlich gefährlich, aber gegen extreme Risiken scheinen Sie ja inzwischen nichts mehr zu haben. Ich werde über die Mission reden, sobald der Kugelhagel etwas nachlässt. Carl Rieger und die verbliebenen Marines haben mich ins Observatorium gebracht. Von ihrer Position aus durch die Tür und über das Feld. Ich habe die Daten, die ich wollte und bin im Moment sicher. Aber draußen sind ziemlich viele Geth. Was für Forschungsdaten haben Sie gesucht?
Es geht um die Sonne dieser Welt. Sie altert schneller, als sie sollte. Ich erzähle Ihnen mehr darüber, sobald weniger Geth auf uns schießen. Würde es helfen, wenn ich die Normandie herhole? Ich bezweifle es. Diese Gebäude sind Jahrhunderte alt. Wenn Sie sie unter Beschuss nehmen, bricht die komplette Anlage über uns zusammen. Ist noch jemand bei Ihnen oder sind Sie allein? Eine Gruppe von Riegers Marines hat mir Feuerschutz gegeben, als ich zum Observatorium gelaufen bin. Einige von ihnen müssten noch am Leben sein. Ich kann hören, wie sie draußen auf die Geth schießen. Jemand hat anscheinend die Tür für die Geth versiegelt und die Konsole ist beschädigt. Können Sie sie von Ihrer Seite aus öffnen? Warten Sie mal. Ja, das geht. Jetzt. Sie müsste jetzt offen sein. Seien Sie vorsichtig, Shepard. Und bitte tun Sie ihm Möglichstes, damit Rieger am Leben bleibt. Kann ich nicht versprechen. Jedes Fünkchen abtrünnigen Punkte hilft. Man wird auch mit Medipacks hier versorgt, ne? Sie haben uns gesehen. Drohne gefunden. Irgendeine Art von Tarnvorrichtung. Toll, Drohnen mit Tarnen. Das kommt jetzt gerade recht. Der ist... der Nächste. Hab ich den! Neutralisiert. Dauert mir zu lange. Guckt euch den Boden an, der dampft. Meine Frage, kann ich das nicht mit der Pistole machen? Ja, genauso effektiv. Speichern verboten gerade. Meistens nie aus gutem... nie immer aus gutem Grund, das Spiel... Oioioioi! Fuck! Kampf steht bevor! Ach nee. Ich nehme mal den Bogen. Obwohl, ne... Oh Gott, was nehme ich denn? Ne, es lohnt sich gar nicht. Nimm mal... die? Du machst mal dat. Das müsste ausreichen. Der ist tot. Einer neutralisiert. Der ist tot. Das ist der Nächste. So. Hat geklappt.